So, willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum. Wir haben letztes Mal zwei Nachrichten und Bane besiegt. Und daher gehe ich jetzt davon aus, wir dürfen jetzt in die Bat-Höhle hier in Arkham Island. Und immer schön gucken. Ah, da komme ich. Ich komme allgemein noch nicht an alles ran. Das heißt, selbst wenn ich alles holen würde, könnte ich das erst machen, wenn ich fast alle Ausrüstungsgegenstände habe, weil ich an die Hälfte jetzt noch gar nicht rankomme. Aber dieser Detektivmodus ist doch schon irgendwie cool gemacht. Spray. Das sieht aus wie eine Fledermaus. Und jetzt macht es. Boom! Pew! Eine Riddler-Trophäe. Hm, 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 hm. Da hat Riddler nichts zu sagen, oder? Okay, dann eben ohne einfach so hochklettern. Aber erstmal ein Upgrade, unser viertes HP-Upgrade. Das letzte, was wir kriegen können. Und jetzt eine schöne, ich schau mal von oben runter Sequenz. Oh, mein Suizid. Obwohl, stimmt, ja, er sagte. An der Klippe ist es, wo viele in Arkham Insassen gerne mal Selbstmord begehen, und da hat er die Höhle entdeckt, um das dort zu bauen. Und mittlerweile ist vor der Höhle ein Stein. Warum? Weiß kein Schwein. Als geheimer Eingang. Das heißt, jeder, der die Höhle zufällig findet, ist tot? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, ich glaube kaum, dass jemand so auch runterspringt wie er. Daher. Erstmal nass machen, einmal durch die Dusche und. Böse. Die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Der Joker sucht die Fingerhilfe für eine Armee von tausenden Bane zu schaffen. Böse. Ganz schlecht. Ganz, ganz, ganz schlecht. Ist Joker verrückt genug, das zu tun? Sag ich das. Es geht um Joker. Joker ist nicht nur verrückt, der ist teilweise richtig geisteskrank. Aber noch lange nicht so böse wie die Riddler-Rätsel. Ich sag nur, was läuft auf 4 Beinen, dann auf 2 und dann auf 3? Ein Baby. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Yep, und unser nächstes schönes. Unser nächster schöner Gegenstand, der auch noch sehr praktisch wird. Im Grunde haben wir das Teil schon die ganze Zeit, nur jetzt können wir damit auch angreifen. Richtig nutzen und nicht nur um Vorsprünge nach oben zu kommen. Mit Batclaw zielen und halt. Das sind Batclaws? Also, okay, Batclaws. Im Grunde benutzen wir sie damit doch schon die ganze Zeit, nur jetzt können wir Sachen auch einhaken. Ich bin nicht perfekt. Wenn man rüber nachdenkt. Oh oh. Tut mir leid, Boss. Ich meinte es nicht so. Bitte. Ja,
Oh. Jetzt beende ich das Ganze mal. Nee. Joker, du bist krank, aber Batman ist da. Batman ist da. Versuchen Sie zu öffnen. Das ist nicht mal der Haupteingang. Selbst wenn wir sie öffnen können, wissen wir nicht, was dann passiert. Ich gehe nicht mal in die Nähe. Wenn du die Tür nur berührst, kriegt es dich. Ja, du erinnerst dich an Vicky, oder? Er war ein Idiot. Er hat es verdient, gefressen zu werden. Die Fledermaus! Ich komme! Bam! Bam! Da. Mann, dieses Glocken klappt mal so scheiße manchmal. Bam! Mitten ins Gesicht. Aua! Schöner Treffer, Betty. Bats. Oh, supi, Tonaufnahme. Russin und Croc. Halt. Da haben wir doch was. Halt unten. Damn. Und hoch noch. Bei der Riddler-Trophäe lasse ich mir natürlich auf keinen Fall entgehen. Der große Detektiv hat also nur 10% seiner Aufgaben erfüllt. Ich habe nicht noch mehr mit Dr. Young. Mehr. Gerade mal, aber trotzdem. Ich schaff mehr. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Das hat seinen Grund. Den wirst du auch noch erfahren, Betty. Bats. Ich sollte mir Bats angewöhnen. Hört sich besser an als Betty, oder Bats? Aber jetzt erstmal noch die Zähne, die nicht so ganz getroffen werden wollen. Tür öffnen und durch hier und... Oh. Die Kanalisation. Da komme ich zwar noch nicht an alles ran, aber... Wird sich noch zeigen, wird sich noch legen. Ich glaube, hier sind drei oder vier Riddler-Trophäen. Auf jeden Fall mindestens drei. Und dann eine komme ich auf jeden Fall erst viel später ran. Oh. Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen auszuschalten. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Anscheinend. Das heißt, er ist wieder zurückgekommen, um... Die erste ist das Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, Mittel zu kommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Oh. Weiter. Er sagt, ich werde dich holen. Ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Und so eine Zeichnung von so einem Ehe. Dann ist klar, kommen Sie sonst raus. Ich komme an die Oberfläche. Und eine Zeichnung von einem Esel. Also die Sachen will ich gern mal sehen. Manchmal Sachen will ich gern mal sehen. Aber Joker hat sie echt so und so nicht mehr alle. Aber jetzt erstmal wieder eine kurze Pause.